Hallo und willkommen zurück zu einer Folge von Dying Light 2 Stay Human. So, mal gucken, was unsere nächste Mission wird. Das wird eine Nacht im Fisch. Ach so. Schwester. Wir retten mal Mia in Anführungsstrichen. Okay. Da in die Richtung 700. In die Richtung 800 Meter. Ich guck mal kurz, ob das auf dieser Karte ist oder auf der anderen Kartenseite. Okay, ist auf dieser. Wie ihr mich kennt, ich laufe lieber wie... Schnellreise zu machen. Außer es sollte in die andere Stadt wieder gehen, dann mache ich es natürlich lieber so. Alles gut. Ah, hier ist das Fischauge. Das wäre natürlich jetzt die Mission. Oh, da. Okay. Muss mir eine neue Waffe in der Waffenkammer besorgen. Oh, verfluchter Mist. Hui, hui, hui. Hier gerade ab. Das war geil. Oh. Momentchen. Ganz kurz gucken da oben, ob ich da hinkomme. Oh, verfluchter Mist. Ob ich hier noch mal ein paar Missionen annehmen kann. Kommt da nicht ran. Ernsthaft nicht? Ich soll noch hinkommen. Okay. Oh, Moment. Entdeckt, habe ich nicht gesehen. Okay. Und noch hier. Ich wollte gerade sagen, dann halt nicht. Nein. Das ist ärgerlich. Huch, oh Gott, wäre ich fast runtergefallen. Ja, sorry, Mädel. Habe ich irgendwo so ein Pusterrohr? Echt super, super, super schade. Egal, dann verfolgen wir mal weiter unsere Mission.
Verdammter Mist. Wieder wurde jemand von uns genommen. Oh, es bringt mir gar nichts. Nee, hier brauche ich auch nicht hin. Ich glaube, hier wäre dieser die Schnellreise gewesen. Ja, ihr könnt immer vorspulen, gerne, sehr gerne, bis ich da bin. Seht ihr ja immer mal wieder, welche so drücke. Achso, dann könnt ihr nicht vorspulen. Ja, ich bin auf jeden Fall gleich da. Was ihr bis jetzt hier gerade zufälligerweise hergespult habt. Oh, verdammt. Okay, jetzt muss ich gucken. Ich muss auf jeden Fall hoch. Springen. Okay. Gibt vielleicht ein paar mehr Punkte. 36? Und ich spare meine Haltbarkeit von der Waffe. Hier muss ich mich mal kratzen. Okay, das dauert natürlich ein bisschen länger, aber... Ich bräuchte aber für manche Zombies, glaube ich, Messer. Soll ich mal vielleicht mal so 10 wiederherstellen? Gut, da erschrecke ich mich auch immer, wenn das auf einmal die Dings da wegzoomt. C. Nee. Oh, nee, das war auch falsch. Hä? Zuhauen. Hä? Okay, dann zu. Gesehen. Hä? Oh. Idiot hat vergessen, sein Licht auszumachen. Was zum Geier? Du bist nicht eingeladen. Du kannst. Leute, Wasser bleibt.
haben die. Der eine will, der andere darf nicht. Scheiße. Ich habe es gehofft, dass die hierher kommen. Dass ich die dann... War das einer von unseren? Scheiße. Dieses Arschgesicht sollte nicht hier sein. Wieso kann ich dich werfen? Hier drunter. Nein. Ja? Hat das noch jemand mitbekommen? Kamerad am Boden! Geil. Sogar Silent, ich habe meine guten Waffen hier nicht an euch verschwendet. Cool. Das freut mich. Das freut mich sehr. Gucken, ob ich meinen Schwester hier treffe. Ich finde es schade, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich habe schon die Mission durch, ich habe schon das Spiel durchgespielt. Ich weiß, dass meine Sister hier nicht ist. Da lag einfach eine Dose. Okay. Gut, hier müssten wir fertig sein. Das ging schnell mit dem. Du kannst uns nicht beschreiben. Du lebst nicht mehr. War das gerade so eine Art Endgegner? Falls ja, hoppla. Oh, wieder 400? Komm. Oh ja. Geil. Ich meine, das ist eine coole Schatzgrube hier, sag ich mal. Selbst wenn ich meine Schwester, ist klar, hier nicht finde, hat sich das doch jetzt schon ziemlich, ziemlich krass gelohnt. Bist du verletzt? Fass mich nicht an. Hab keine Angst, ich werde dir nicht wehtun. Hoppla. Wer bist du? Und wer bist du? Ich will helfen. So ein alter Mann hat mich geschickt. Ich kenne dich nicht. Ich bin Aiden. Hey, hier ist jemand. Wovon redest du? Ach, schnell, lauf. Aber wir treffen uns draußen. Beeil dich. In der Nähe gibt es ein Windrad. Ich warte dort. Okay. Schau mal nach der Schlampe. Alter. Machen sie ja gar nicht. Das ist ein Kind, ey, Alter. Boah, kann ich wieder... Auch wenn es ein Spiel ist. Schwer. Hier ist aber echt viel drin, ne? Da hätte... Alter. Ach ja, gut, klar, die haben sie ja hier richtig. Das ist kein gutes Zeichen.
Oh, verdammt, runter. Geht die ganze Messer in die Fresse und denkt sich so. Aber doch nichts. Mal sehen, was der Wichser zu seiner Entschuldigung zu sagen hat. Mir reicht es leider. Ich komm nicht weg mal wieder. Keine Chance. 1, 2, 3, ich komme. 1, 2, 3, Kartoffelbrei. In der Zeit, wo du stirbst, mache ich hier mal die Kiste auf. Und du suchst dich. Warte mal. Das ist ja genau das gleiche Haus, wie wo ich eben gerade war. Also in der Vorfolge, so gesehen. Sogar mit dem gleichen Standort, wo hier alles steht. Und sogar das steht genau auf gleichem Platz. Ja. Na gut. Lächerlich. Sie haben eine neue Nachricht, ja. Nee, hier geht's raus. Nee. Na los. Da geht's raus. Das will ich ja noch nicht. Schon alleine wegen dieser Nachricht. Ich müsste hier eigentlich, so wie ich das hier erkenne, noch. Hoch auf jeden Fall. Mach ich mir mal leichter. Bück dich. Ich hab keine. Ne, von hier komme ich das. Noch höher, Mädel. Ich glaube, da komme ich aber nicht hoch, oder? Nee. Ah, okay, ich sehe es. Oh Gott!
Und Nacht. Jetzt kann ich sie natürlich nicht mehr da treffen, weil es Nacht ist. Doch. Nice! Ist das Hammer. Ist das Hammer. Was für ein Zufall. Ja, an sich ja. Jetzt in dem Augenblick ja. Oh, schön. Kommt Günthers wieder an. Sieg nach Holz. Machen, ja, ja, ja. Hier guck. Oder kloppen gegen sogar. Schön. Gehört das automatisch den Überlebenden? Ja, ja, doch, klar, klar. Stimmt, ist ja das Gebiet hier. Windrad Walnuss. Spiele ich mal ab. Oh, ich dachte schon, das Spiel schloss gerade ab. Ach ja, stimmt, hier, wenn ich immer raufgehe. Oh Gott. Da ist es. Hi, hier ist Clara. Und Adam. Wir fühlen uns ein bisschen albern, darüber zu reden, aber wir brauchen Lehrmittel, und zwar ziemlich speziell. Wisst ihr, mit all dem Ärger von wegen Essen, Wasser und Unterkunft finden, haben unsere Eltern uns nie über gewisse andere, sagen wir, Grundbedürfnisse unterrichtet. Genau. Wie dem auch sei, wir haben gehört, dass ältere Generationen allerlei tolle Wege kannten, wie man sowas, befriedigen kann. Also suchen wir nach Rat, Ideen, Büchern, wenn wir welche hat, und Zubehör. Adam hat von dieser Sache gehört, die heißt BDSM. Seitdem schwärmt er davon. Das heißt BDSM. Und okay. Du warst doch auch total begeistert davon, als wir diese alten Bilder gefunden haben, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls, wenn ihr mit solchen Dingen Erfahrung habt, würden wir uns über eure Hilfe freuen. Nicht allen, Clara, nicht allen. Nicht allen, Clara. Nicht allen. Hab ich jetzt eine neue Mission bekommen? Nö, nö. Manchmal wache ich in der Nacht auf und vergesse, dass der Niedergang überhaupt stattgefunden hat. Bist du in Ordnung? Bruder! Bruder? Wir kennen uns nicht. Aber du musst dich als mein Bruder ausgeben. Du hast es geschafft! Ich habe natürlich keinen Moment an dir gezweifelt, mein Junge. Nicht einen Moment! Aber... Er hat deinen Mut geerbt, Opa. Hat sich den Entführern gegenübergestellt, wie du damals den lodernden Flammen. 40 Jahre lang habe ich ein Team erstklassiger Feuerwehrleute gegen die furchtbarsten Feuersbrünste geführt. Großvater ist dement. Er hält dich für seinen Enkel, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Nicht, dass er sich wirklich daran erinnern würde. Ja, komm. Bevor ich erkläre. Nee. Du warst schon immer mein Held, Opa. Ich habe immer geglaubt, dass du selbst die Flammen der Hölle löschen könntest. Hör schon auf. Ein wahrer Feuerwehrmann hat keine Angst vor der Hölle. Aber deine Schwester so zu retten, scheint, als wärst du jetzt der Held. Gehen wir zurück. Ich mache euch einen Tee. Ja, sie haben alle einen See unter sich gemacht. Die guten alten Zeiten. Ich erkläre ihm schon irgendwie, dass du weg musst. Ich... Danke dir. Oh. Cool. Haben wir die Mission auch mal wieder. Oh, 6000. Wow. Hier 101. Alter Schwede. Na. Ich hab, genau, hier habe ich nämlich was gefunden gehabt. Oh, Rüstung 7. Okay, dann gucke ich mir die beiden an. Okay, da brauche ich gar nicht weiter groß gucken. Oh, aber Rüstung 7 ist halt schon... Ich meine, das ist Rüstung 4, aber macht viel Plus. Schade. Aber gut, ich muss gestehen, ich bin auch erst Level 5. Also ist ja noch alles gut.
Zeit willkommen. Super. Gut, kann ich hier Lehm auffüllen? Nee, Moment. Ah, da kann ich Lehm auffüllen. Es geht nicht. Es geht echt nicht. Ich weiß auch nicht, was ich machen muss. Ist auch falsch. Ist falsch. Ich weiß echt nicht, was ich da, wie das funktioniert. Ich sage ständig allen, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollen. Kann natürlich sein, weil ich volles Lehm habe, klar, aber. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ah, hier sind wir. Ah, nee, das ist ja alles gleich aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt einen Daumen und schreibt in den Kommentaren, wie es dir gefallen hat. Tschüss.